Hallo, ich begrüße dich. Herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal mit den Kartenlegungen. Ja, heute lege ich die Energie für die kommende Woche vom 9. Dezember, vom 9. Januar bis zum 15. Januar. Ja, herzlich willkommen im neuen Jahr. Ich bin noch nicht so ganz angekommen, scheinbar. Ich hoffe, dass du gut über die Feiertage gekommen bist, dass du gut rübergerutscht bist, wie man immer so schön sagt. Wir haben hier Schnee, von daher sei vorsichtig mit dem Rutschen, bezüglich Ausrutschen. Es ist wunderschön, ich liebe den Schnee und ich habe mich drauf gefreut, ich habe es mir gewünscht und wir haben jetzt eine Menge Schnee. Ich hoffe, in ganz Deutschland, wo ja viele sich immer aufregen darüber, ich finde es schön. Ja, ich würde gerne mit einer kleinen Atemmeditation starten, wo du dich hier auf deine drei Steine besinnen kannst oder deinen Kartenstapel. Ich habe heute wieder neue Karten dabei und genau, ich bin schon gespannt, was kommt. Setz dich doch mal gerade hin, mach die Schultern zurück und die Beine an den Boden, nicht verkreuzen, dass deine Energien gut fließen. Schließ für einen Moment die Augen. Frag deine innere Stimme oder deinen Engel, deine Führung, welcher Kartenstapel hat die Information für die kommende Woche für mich? Und dann schlage ich die Klangschale und in der Zeit entspann dich. Atme tief durch. So, dann öffne deine Augen und schaue, wo deine Augen den Blick hinlenken. Oder du hast es gleich im Gefühl gehabt. Gut, dann starten wir in die übergeordnete Botschaft. Bei mir hat es schon ganz schön vorgearbeitet, in der Nacht und auch die ganze letzte Woche. Ziemlich intensive Themen, fand ich. Und auch in Facebook und genau, ich habe mich jetzt hier oben schon ein bisschen eingearbeitet und ich finde, es haut ganz schön rein. Pass mal auf. So, als erstes kommt die Karte, deine männliche Kraft. Also es wird beim Mann wie bei Frau das wieder in die richtige göttliche Ordnung gebracht, was deine männliche Kraft anbelangt. Das Männliche ist ja das nach außen Gewandte, wie du auftrittst, wie du in die Welt gehst. Und es ist das, was über viele Jahrhunderte missbraucht wurde, mit Kriegen, wo die Gefühle getötet wurden. Ne? Und das ist ja das, was wir hier eigentlich auch wollen, dass wir wieder wir selber werden, wieder heile werden. Ja? Und das wird geheilt jetzt. Das finde ich ganz unglaublich. Es kam auch die letzten Tage immer Transformation, Transformation, Vergebung, Vergebung. Und ich habe schon gedacht, so Mann, das neue Jahr fängt ja gut an. Ja, es wird ganz viel von der männlichen Kraft geheilt. Und in Männern darf ganz viel Loslassen geschehen und auch in Frauen, weil wir haben auch die männlichen Anteile in uns. Wie benutzen wir die? Wie treten wir damit anderen entgegen? Und wie zum Beispiel benutzen wir die männliche Kraft natürlich auch immer noch, weil wir es kollektiv gelernt haben, dazu, um unsere weibliche Seite klein zu machen, unsere Gefühle, unser Inneres zu übergehen. Und das ändert sich jetzt. Das kommt in die Heilung. Da kommt, die göttliche Ordnung wird wieder mehr ins natürliche Gleichgewicht gebracht, dass Shakti und Shiva wieder im Gleichgewicht schwingen können. Da passiert jetzt ganz viel und das finde ich ganz schön beeindruckend. Und ich habe auch vorher schon den tief dunkellilanen Amethyst hergeholt, weil einfach jeden Tag, es hieß fast Transformation und Zartkiel und violette Flamme und schau mal, was hier kommt. Dazu. Wow, da kommt der Luzifer.
einen Schreck bekommen. Diese Karte ist sehr lichtvoll. Der Luzifer wird ja immer viel abgelehnt, aber ich habe auch gehört, dass wir da ja ihnen sehr falsches Licht stellen. Er stellt jemand dar, der seinem Ego gefolgt ist, der seinen Ängsten gefolgt ist und auch jemand, der die Macht missbraucht hat und sich dadurch von der Schöpfung abgespalten hat. Und wenn wir diese Karte für die kommende Woche hier bekommen, denn, und du das jetzt hier mit der männlichen Kraft in Zusammenhang siehst, dann kommt da natürlich Heilung rein. Da, wo das Ego gesprochen hat, da, wo die Ängste dich regiert haben, kommt nun das göttliche Licht rein. Es wird jetzt Heilung passieren, da, wo Ego-Spielchen gelaufen sind, da, wo Machtspiele gelaufen sind, da, wo wir vom Weg abgekommen sind. Da werden wir uns wieder verbinden und es wird Licht reinkommen. Die Karten sind nämlich neu und ich habe mich da vorher schon ein bisschen belesen und habe schon gesehen, dass es eine Luzifer-Karte gibt. Da war ich schon erstaunt. Habe aber auch über Luzifer schon mal einen sehr guten Vortrag gehört, dass wir Luzifer wirklich sehr falsch verstehen und ich würde es dir gerne vorlesen. Hab keine Angst, sagte dieser Engel, habe keine Angst vor mir. Ich bin bereit, für alle Menschenkinder die Schattenseite des Seins zu repräsentieren. Ich bin nie aus der Gottesgnade gefallen. Ich habe mich nur zu sehr meinem Ego, meinem niederen Selbst zugewandt. Habgier, Neid und Hass sind niedrig schwingende Energien in den Menschen und sie werden gelebt. Ich zeige sie in der Außenwelt. Sie vergiften die Liebe und die Gnade des Himmels. Doch sind sie nicht sehr machtvoll. Menschen können sich in jedem Augenblick wieder neu für die Liebe entscheiden und dann verschwinden die negativen Kräfte. Und darum geht es, dass da Heilung reinkommt, dass wir wieder in die Liebe zurückkommen. Und das bringt uns diese Karte als Information. Da, wo wir uns von Gott abgewandt haben, da kommt Heilung rein. Und das ist wie ein roter Faden, wenn man die Tagesbotschaften vom Facebook sieht. Das ist wie die Antwort. Das ist einfach jetzt, ich bin total beeindruckt. Pass auf, und es geht noch weiter mit dieser Karte. Und zwar, diese Karte heißt Iduna. Hast du bestimmt schon mal gehört, gibt glaube ich auch eine Versicherung, Iduna. Und Iduna steht für Verjüngung und er trägt diesen goldenen Apfel. Und ja, du kannst praktisch dich wieder heilen und wieder anders werden. Du kannst wieder zu deinem jüngeren Ich zurückkehren. Das kommt mir, wo du noch nicht vom Weg abgekommen bist, wo du nicht hart gewesen bist, wo du jugendlich und frisch warst und mit allem verbunden warst. Das bringt sie dir mit diesem goldenen Apfel. Und ich habe in das Begleitheft geschaut und Iduna wirkt zusammen mit dieser Karte. Und das hat mich dann wirklich total beeindruckt. Weil hier hatten wir die männliche Kraft, ne? Pass auf, und hier kommt diese Karte und das ist deine innere Göttin. Das ist die männliche Kraft und das ist die weibliche Kraft auf der anderen Seite. Und das geht in Heilung, dass wir vor dieser inneren Weiblichkeit, vor dieser Tiefe, dieser inneren Göttin keine Angst mehr haben, dass wir uns nach innen wenden, dass wir still werden, dass wir da einfach wieder diesen Zugang nach innen finden. Im Außen, bei den Männern, in der Politik, im Staat, ja, das ist ja auch alles nur ein Spiegel von uns und in uns, in den Männern wie in den Frauen. Es gibt auch sehr viele Frauen, die unheimlich männlich sind und machen, machen, machen und auch diese tiefe, verborgene, innere weibliche Seite übergehen. Das ist für Frauen wie für Männer ein Lernweg. Das ist einfach gesellschaftlich, hat sich das entwickelt. Und diese Karte heißt, dass man auch keine Angst haben soll vor der Dunkelheit, vor der Nacht, vor dem Tod, weil alles das durchdringt uns, es trägt uns, es ist die Matrix, aus der wir sind, die Göttinnenmatrix. Und das wird geheilt, deine männliche Kraft und deine weibliche Kraft werden jetzt wieder mehr ausgeglichen und du wirst wieder mehr den Weg des Herzens gehen können. Also ich bin jetzt schon nur von dem total beeindruckt und als ich die Karten umgedreht hatte, lag hinten drauf die Hermit und die ist praktisch auch mit dabei für tiefe, tiefe Heilung. Ich weiß, dass viele jetzt nochmal wandernde Rückenschmerzen hatten, oben, unten, rechts, links und die sich auch durchgewandert haben, dass da unheimlich viel gerade transformiert wird, dass alte Symptome nochmal auftauchen, die mitunter schon Jahre verschwunden waren. Es gibt heftigste Erkältungswellen, Magen-Darm, also es reinigt so richtig.
durch. Immer wenn wir körperlich was loslassen, Schleim irgendwas, dann sind das auch meistens Glaubenssätze, weil wir so richtig loslassen. Und Eremit ist halt auch hier nochmal mit dabei an der Seite. Gut, dann, wenn du dich jetzt hier für das Tigerauge entschieden hast, dann schauen wir, was für dich kommt. Das sind auch neue Karten, die habe ich von einer lieben Freundin bekommen. Schauen wir mal nach. Da kommt für dich Verstehen. Ja, bei dir wird das Bewusstsein so angehoben, dass im Moment eine tiefe Heilung einsetzt und du über dein Herz wieder verstehst. Ganz viele Dinge, die auch abgespalten waren, werden integriert und es gibt ein tiefes Verstehen, warum das so war und wo es dich hingebracht hat und dass es dich zu diesen Menschen gemacht hat und auch, was kannst du wieder sein lassen? Welcher Weg hat nicht getaugt? Da kommt so eine ganz tiefe Einsicht in dir. Das ist also einfach eine Herzheilung, so verstehe ich diese Karte. Ein tiefes inneres Verstehen findet bei dir statt. Schauen wir, was Maria Magdalena dazu sagt. Jetzt scheint die Sonne ganz arg hier rein. Oh, da kommt auch die Göttinnenkarte. Ja, auch bei dir ganz besonders dieses nach innen schauen, das Ruhigsein, die innere Göttin spüren, die innere Weiblichkeit wird geheilt. Ich öffne mich für die Göttlichkeit meiner weiblichen Seite. Ich vertraue meiner inneren Führung. Also da gibt's ganz viel Heilung. Du nimmst wieder deine Gefühle an, deine Intuition verspürst du wieder mehr und da lässt du ganz viel los. Gerade, also vielleicht warst du auch gebeutelt und krank und durch dieses Kranksein hören wir auch auf festzuhalten und werden praktisch ein bisschen dazu gezwungen sogar, was aber gut ist auf eine Art. Also ich verstehe mich jetzt bitte richtig. Ich bin ja selber in diesen Prozessen drin und auch hier bei uns hat es alles durchgeschnupft und alle möglichen Sachen und ja, ich spüre es ja auch, ne? Man lässt immer wieder ein Stück weit los. Okay, dann schauen wir hier, was Erzengel Gabriel sagt. Da kamen zwei Karten. Öffne dein Herz wieder für die Liebe. Das ist die Botschaft für dich. Je mehr du dein Herz wieder der Liebe öffnest, umso mehr fließt auch Gottes Liebe durch dich und du fühlst dich wieder besser. Du weißt wieder, wo es lang geht. Du hast wieder mehr Lebensenergie. Ja, wenn du in der Vergangenheit Kummer erlebt hast und es schwer hattest, also da wird es dir nun gelingen, auch durch das Verstehen, durch das Stillsein, wird es dir gelingen, wirklich da jetzt was loszulassen und wieder dein Herz zu öffnen. Und vielleicht hast du Mitgefühl, vielleicht erkennst du, warum der ein oder andere so gehandelt hat. Da findet bei dir tiefe Heilung statt und du darfst dein Herz wieder öffnen. Und da kamen zwei Karten. Ja, dann kommt auch wieder die göttliche Inspiration in dich. Wenn du dein Herz verschließt, dann spürst du auch nicht, was Gott dir mitteilen möchte. Und wenn es wieder geöffnet wird, wenn deine Engel dir dabei helfen, es wieder zu öffnen, dann kommt diese göttliche Inspiration in dich und auf einmal hast du wieder eine ganz kreative Lösung, wie du irgendwas angehen kannst, die dir vorher gar nicht eingefallen ist. Also dieses Loslassen und dieses wieder, ich will wieder heil werden, das bringt dich weiter. Vielleicht hast du eine neue Idee, wie du im Beruf etwas lösen kannst, wo du vorher nicht drauf gekommen bist oder wen du mal ansprechen könntest oder wie du die Sache auch betrachten könntest. Das passiert, wenn du sagst, ich öffne mich wieder für die Liebe. Und ich versuche wieder an die Liebe zu glauben. Ich versuche es einfach, auch wenn viel passiert ist. Jetzt schauen wir, was hier gekommen ist. Das sind auch ganz neue Karten. Das sind die Keepers of Light, also die das Licht halten von Kai Gray. Lady Nada, auch Herzheilung. Also du hast hier mehrmals Herzheilung hintereinander weg. Das ist einfach gerade dein Thema. Dein Herz wird geheilt. Lady Nada, erweckt dein Herz in die höhere Liebe. Du siehst ja hier, wie diese Rose strahlt. Und sie war auch Maria Magdalena früher in anderer Gestalt. Und sie hilft dir einfach in Beziehungen, dass die Liebe, dass man sich da wieder traut, in die Liebe wieder zu vertrauen. Das macht Lady Nada. Also da hilft sie dir wieder, die alten Ängste loszulassen und wieder vertrauensvoll reinzugehen und dein Herz Schicht für Schicht zu öffnen. Und wenn du sagst, es ist im Moment wirklich hart oder
Ich sehe da gerade gar kein Land, dann ruf sie. Du kannst jeden aufgestiegenen Meister, das ist eine Energieform, zu dir rufen und um Unterstützung bitten, zu dir zu kommen. Ich würde dir total gerne noch eine Karte draufziehen. Entschuldigt, ich habe auch ein bisschen Schnupfen. Mal wieder. Ich sag's ja, wir werden alle hier gerade durchtransformiert, aber mir geht's gut. Ich leg dir noch eine kleine Karte drauf, eine Inspirational Card. Mal sehen, was dir gut tut. Schauen wir mal nach. Creativity. Also du bist jemand, der sehr, sehr kreativ ist und wahrscheinlich, wenn du nur traurig bist und Kummer hast und Sorgen, dann fließt das nicht. Aber das kommt jetzt wieder, dass die Kreativität wieder fließt, dass du wieder dichtest, musizierst, malst, tanzt, was auch immer, wie du dich ausdrückst oder ein kreatives Brot backen. Es gibt ganz viele Arten, kreativ zu sein. Ja, du hast ganz tolle Talente, du bist begabt und da will was raus. Und das war ja auch schon hier, wenn du dein Herz heilst, dann fließt wieder die Inspiration. Und das ist das Geschenk, dass du dann wieder kreativ bist. Und vielleicht hilft dir der kreative Weg. Das kenne ich nämlich auch, wenn du Angst hast oder traurig bist und vielleicht, sag ich mal, du malst jetzt, dass du dann mit diesem Gefühl bist und malst und es aufmalst. Wie fühlt sich dieses Gefühl jetzt an? Ich gehe jetzt damit oder ich matsch das in den Ton rein oder ich weiß nicht, was auch immer, ich stricke das jetzt irgendwie raus, wie auch immer. Vielleicht hilft dir auch die Kreativität, direkt das zu transformieren. Du wirst jetzt wissen, wie du kreativ bist. Vielleicht kannst du einfach mal sagen, ich benutze die Kreativität, um wieder mein Herz zu heilen. Das ist alles möglich. Das mache ich auch mit meinen Kindern. Wenn mein Sohn mal traurig war früher, dann habe ich gesagt, wie ist es, wenn du das Gefühl aufmalst? Welche Farbe würdest du nehmen? Wie würdest du das jetzt machen? Und dann hat er gemalt und das war für ihn ein gutes Mittel. Vielleicht hast auch du so eine Möglichkeit. Und wenn du es nicht weißt, werd still und forsch mal und sag nicht gleich, nee, das kann ich sowieso nicht. Sei wie ein Kind. Leg drauf los, das bewertet niemand. Es geht um den Prozess, was entsteht, wenn du es tust. Okay, dann schauen wir hier. Dieser grüne Stein. Wenn du hier bist, was kommt da für dich? Verzeihen. Ja, bei dir findet ein ganz tiefes Verzeihen statt im Herzen. Auch du verstehst viele Dinge und kannst jetzt dir verzeihen oder deinem Partner verzeihen oder einem Menschen aus deiner Vergangenheit verzeihen. Da findet ganz tiefe Heilung statt, auch durch die Energien, die uns hier tragen, durch diese Göttinnenqualität und die männliche Kraft und alles das findet eine ganz tiefe Heilung in dir statt im Moment. Und das wird dir dadurch besser gehen, wenn du verzeihen kannst. Schauen wir mal, was Maria Magdalena dazu sagt. Jesus Christus begleitet dich. Ja, das ist lustig. Ich habe mir heute hier den Jesus Christus Pomander daneben gestellt. Der war eh schon mit dabei. Ich bin dir alle Tage, ich bin bei dir alle Tage und bis ans Ende der Zeit. Also Jesus verlässt dich nie. Er ist immer bei dir. Und hier unten steht noch für dich das, was ich vollbracht habe und noch viel, viel mehr könnt ihr auch. Also denk dich nicht klein. Und der Jesus hat es ja gesagt, dass wir alles das auch können, was er kann. Ne? Und du bist ganz, ganz wunderbar und es gibt keinen Heiligen, den du anbeten sollst. Das ist in dir. Der Christus wird auch nicht im Außen vor uns erscheinen. Also wenn er das denn doch tun sollte, wäre es eine Überraschung. Ich glaube ja, dass wenn man sagt, Jesus kommt zurück, das ist in uns. Wir entdecken, dass wir Christus in uns haben, in unserem Herz, dass wir diese bedingungslose Liebe wieder haben. Diesen Jesus haben wir in uns und deswegen sind wir genauso wunderbar und wir können das, was er getan hat, auch. Also wir sind genauso voller Liebe und können Menschen segnen und geben und lieben, das ist alles die Nachricht, die er uns gebracht hat, und das kannst auch du. Und wenn diese Liebe in dich kommt, dann fällt es dir auch noch leichter, dir zu verzeihen. Wenn du dich nicht mehr bewertest, wenn du dich mit den bedingungslosen Augen der Liebe betrachtest, dann kannst du ganz leicht verzeihen und loslassen.
Dann schauen wir, was der Gabriel dazu sagt zu dir. Recognition. Ja, auch du erkennst jetzt viele Zusammenhänge und du siehst auch, dass deine Taten, die du getan hast, wie wertvoll sie sind, wie wertvoll du bist, welche Anerkennung dir dafür gebührt, was du geschafft hast, welchen Weg du zurückgelegt hast. Du erkennst deinen wahren Wert, also das kommt mir einfach, dass du immer mehr jetzt siehst, wer du wirklich bist und auch, dass der Jesus wirklich in dir wohnt, dass du keinen auf den Sockel stellst und anbetest, sondern in dir das Heil suchst, also das Große ist in deinem Herz bereits vorhanden. Es gibt's nicht außen. Mach dir das Geschenk, schau nach in deinem Herz und hör auf, dich für irgendwas zu beschuldigen oder andere zu beschuldigen. Lass da die Liebe komplett wieder fließen. Schauen wir, was hier noch kommt für dich. Hier kommt The Miriam, Sacred Vision. Schau, siehst du, dass sie beide gleich aussehen, dass das Zwillinge sind und dass da unten diese Visi Capiscis ist, was ja aussieht wie ein Ei, was sich gerade teilt. Und diese beiden Engel, die stehen für die Zwillingsflammen. Und ja, sie bringen dir die Botschaft, dass du allzeit mit deiner Zwillingsflamme verbunden bist und dass es keine Grenzen gibt. Mir kommt aber auch Menschen, die Zwillinge haben oder Zwillinge hatten, was ja eine der nächsten Beziehungen ist, die man haben kann, also leibliche Zwillinge, dass auch die da jetzt nochmal Heilung bekommen. Also das finde ich, hat auch damit was zu tun. Und für die Liebe, die Zwillingsflammen einfach, dass da jetzt Heilung reinkommt, dass du da wieder die Verbindung spürst und vielleicht ist es auch das, wo du dann immer zweifelst, wenn es im Außen nicht geht, wo du dann im anderen das Gute siehst und nicht mehr in dir siehst, weil der andere vielleicht nicht bei dir sein kann und du ohne den dich nicht ganz fühlst. Ihr seid immer verbunden. Die Liebe ist immer da. Sie fließt immer, fortwährend. Es ist jetzt fast eine Liebeskartenlegung, habe ich das Gefühl. Aber es ist da, was da ist. Und ich lege dir auch noch eine Karte oben drauf. Schauen wir mal, was dir hilft, dass dieses Gefühl der Trennung nicht so groß ist, dass du wieder fühlst, wie du verbunden bist mit der Quelle, mit dir, mit deinem Herzen und darüber auch mit deinem Geliebten, deiner Geliebten. Schauen wir mal nach, was habe ich da? Vibration. Also mach im Moment Dinge, die deine Schwingung anheben. Was hilft dir, in eine hohe Schwingung zu kommen? Hilft es dir, wenn du traurig bist und weinst? Oder fühlst du dich am Ende noch trauriger? Oder hilft es dir, wenn du tolle Dinge unternimmst, dich mit deinen eigenen Freunden triffst, Sport machst, ein gutes Coaching nimmst, was dich motiviert, Affirmationen machst, positiv denkst und dir ein Vision Board machst und sagst, so und es wird jetzt so und so. Wenn du dich selber upliftest, wenn du den Jesus in dir findest, die Liebe in dir, hilft dir das? Oder ist es das traurig sein und das hilft dir nicht wirklich, ne? Also tue das, was deine Schwingung hochhält, weil dann ziehst du das an, was du dir wünschst. Ja, okay, dann schauen wir mal hier zum Rosenquarz. So, da kommt jetzt für dich ein Segen vom Himmel. Ein Segensengel kommt und gießt über dir göttliches Licht aus. Lass das einfach mal auf dich wirken, es ist so wunderschön. Bin sehr dankbar für die neuen Karten, die Bilder sind ganz toll gezeichnet. Ich verlinke euch unten drunter natürlich auch wieder, wer sie gemalt hat. Also es fließt wieder ein wunderbares göttliches Licht, ein Segen in dein Leben, in dein Herz, in deine Liebe, in deine beruflichen Angelegenheiten. Alles wird gesegnet und natürlich auch das Wochenthema, dass deine Göttinnenqualität und deine männliche Kraft sich ausbalancieren und da Heilung reinkommt. Auch da fließt ein großer Segen in dich hinein. Schauen wir, was Maria Magdalena sagt.
Es geht um Annehmen. Das wird jetzt immer leichter. Ich bin die Schale, ich bin das Licht, die göttliche Liebe aus mir spricht. Ich öffne mich für alles Gute, das zu mir fließt. Meine Seele das genießt, meine Schale fängt auf, Fülle steigt in mir auf. Und wie diese Hand geöffnet ist, kann man da etwas hineintun in die Schale. Ja? Und das heißt natürlich auch, wenn die Schale voll ist, dann sind viele Gedanken, Konzepte da. Und wenn die Schale leer ist, dann bist du offen. Ja, das ist auch so wie meditieren. Du willst nichts, du denkst nichts, du nimmst das, was kommt, einfach friedlichen Herzens an. Alles, was um dich herum ist, es ist jetzt auch so ein Bewusstseinsanstieg. Du weißt, ja, es ist so und es ist gut, wie es ist. Egal, wie mein Partner jetzt ist, wo er ist oder meine Partnerin, wie der Job ist. Ich soll gerade hier sein, es hat einen Sinn, ich bin gesegnet und ich nehme es jetzt an. Da passiert ganz tiefe Heilung bei dir diese Woche, dass du das einfach alles so nehmen kannst. Und schauen wir, was Erzengel Gabriel sagt. Stay true to yourself. Bleibe dir selber treu. Ja? Gehe keine Kompromisse ein oder verwässere deine Ideen nicht, nur um einen Kompromiss aus dem Weg zu gehen. Höre zu, vertraue und folge deiner inneren Stimme. Ja, auch wenn du hier annimmst, was ist, wenn man dir etwas vorschlägt, wo dein inneres Gefühl sagt, oh, du hast jetzt deine Wahl und das sagt dir dein Gefühl, das stimmt jetzt nicht, das kann ich nicht machen. Damit fühle ich mich nicht gut, denn dann horch auf dieses Gefühl. Vielleicht hast du nächste Woche irgendwie eine, sage ich mal, göttliche Herausforderung. Gott schickt uns ja immer so kleine Tests, ne, ob wir gut wach sind und schauen und uns immer wieder für ihn entscheiden und nicht für die Angst, sondern für die Liebe. Spüre in dir, was will ich? Aber zugleich sei offen und nehme an. Es kann natürlich auch sein, dass diese Karte der Vergangenheit angehört. Das ist auch möglich, ist jetzt hier für viele Menschen gesprochen. Und du früher halt ein paar Sachen klären musstest und dass jetzt das vorbei ist und du jetzt annimmst. Muss man jetzt abwägen, wo du gerade stehst. Auf jeden Fall prüfe und sage nicht zu schnell ja, um den Konflikten aus dem Weg zu gehen. Aber da, wo du in deinem Leben im Moment stehst, im Großen und Ganzen, das hat sein Gutes auch. Manche Menschen stehen genau an der Stelle, wo sie zum Beispiel vielen anderen Menschen ein Lächeln schenken, an irgendeiner Kasse verkaufen etwas und es ist vielleicht noch nicht genau der Traumjob, aber aus einem Grund müssen sie da stehen noch, bis sie wechseln können, weil sie einfach immer die Liebe weitergeben und ein Lächeln weitergeben. Und auch das hat dann einen Sinn, dass du da jetzt an der Stelle stehst und es wird auch da ein Wechsel stattfinden, wenn die Zeit reif ist. Spür mal rein, welches da jetzt für dich stimmt, aber nicht zu schnell immer ja sagen. Wenn jemand dir wieder einen Wunsch anträgt, dann wieder ja, ja, mach ich. Und hinterher bist du traurig und ärgerst dich, das ist es auch nicht, ne? Dann schauen wir mal hier, was da für dich kommt. Da kommt der Sanat Kumara zu dir. Das ist auch ein aufgestiegener Meister, der mit Lady Venus zusammen die Zwillingsflamme hat. Und er, das siehst du auch schon an den Augen, in seinen Augen ist das gesamte Universum und er sieht auch nicht so ganz menschlich aus. Also er ist ein großes Lichtwesen, was deinen Lichtkörper aktiviert. Also das hatte ich hier schon das Gefühl, dass du an irgendeiner Stelle stehst, wo du einfach dein Licht an die Menschen gibst und sagst, nee, das ist jetzt nicht so ganz der richtige Job, aber du begegnest vielleicht vielen Menschen und diese Begegnung oder das Lächeln oder das eine Wort, was du sagst oder einfach nur, dass sie in deiner Aura sind, es hat einen Sinn, es ist wichtig und du wirst diese Woche nochmal aktiviert, es findet nochmal eine Lichtaktivation statt und die Karte sagt auch, lass dein Licht scheinen. Du wirst geführt und geklärt und es kommt eine große Führung durch dich. Vielleicht hast du auch nochmal eine Führung, wenn du in dieses Annehmen reinkommst, was dann bald danach für dich kommt. Ja, weil ganz viele, die hier zuschauen, weiß ich ja, dass Lichtarbeiter sind und auch schon viele Ausbildung haben, aber noch in einem anderen Job drin sind.
Und vielleicht hat das jetzt auch noch sein Gutes so, aber vielleicht spürst du im Herz auch schon, wenn du den Sanat Kumara hier anschaust, vielleicht spürst du dann auch schon, ja, da ist noch so ein inneres Ziehen, das geht noch woanders hin. Ich habe noch eine andere Aufgabe hier auf der Erde. Ne? Und im Moment bist du da, wo du gerade bist, richtig, aber später kommt noch mal vielleicht eine andere Station. Das kann ich jetzt nur so allgemein sagen, weil das ja für viele Menschen gesprochen ist. Wenn du es genauer wissen willst, dann kannst du natürlich mit mir auch persönlich sprechen. Ja, auf jeden Fall lege ich dir auch noch eine Karte dazu, dass du verbreitest hier dein Licht. Ja, jeder verbreitet sein Licht hier auf seine Art und wir erheben die Schwingung im Moment ganz schön und es findet viel Heilung statt. Und ich freue mich immer über eure Feedbacks, wenn ihr mir die reinschreibt oder mich anschreibt. Finde ich sehr, sehr schön. Ich sehe auch, wie es in euch arbeitet und was so los ist. Also ihr seid alle super. Schauen wir mal. Hier bei dir kommt Fokus. Fokussiere dich, bleibe zentriert. Also zum Beispiel, wenn du mit vielen Menschen immer zu tun hast, spüre dich immer wieder. Was ist das eine Ding, was du dich willst? Also frag dich immer wieder ab, warum bin ich hier? Was habe ich für eine Aufgabe? Worum geht es? Was ist wirklich wichtig in meinem Leben? Das ist, kann dir helfen, wenn du manchmal denkst, oh mein Gott, ist alles viel zu viel. Ich sehe nicht mehr durch. Wo geht es hier überhaupt noch hin? Dann frag, sei still und frag dich wieder, warum bin ich hergekommen? Was ist mein Auftrag? Also. Genau, und es kann auch sein, dass du nicht weißt, dass du hier Licht verbreitest, dass dir das überhaupt nicht klar ist und du tust es trotzdem, weil du einfach du bist. Das ist, wenn du jetzt sagst, Lichtarbeiter, ich, nee, kann ja auch sein. Das können die einfachsten Menschen sein, einfach, jeder ist auf eine Art einfach. Das kann der Schuster sein, das kann der Bäcker sein, die Kassiererin, wenn die das mit so einer Liebe tut, mit so einer göttlichen Anbindung, ohne zu wissen, es gibt hochspirituelle Menschen, die wissen es manchmal nicht mal. Aber sie sprechen abends ein Dankesgebet und es ist so drin, denen ist das nicht mal klar. Das war von klein an so. Und es gibt wunderbare Menschen, die genau da richtig sind, wo sie gerade sind. Und wenn die Zeit reif ist, dann kommt auch was anderes für dich, ne? Wenn du sagst, jetzt will ich es aber wissen, jetzt spüre ich diesen inneren Ruf. Okay, ja, ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Ich hoffe, ich muss jetzt noch ganz kurz was sagen. Schau mal die Farben. Von der Karte und dem Stein, das ist rot und hier dieses Weiß. Das finde ich jetzt gerade, fällt mir gerade auf, dass die farblich ziemlich gut zusammenpassen. Ja, ich wünsche dir eine schöne Woche und hab keine Angst, wenn es auch gerade manchmal diese Transformationswellen wieder laufen und der Körper vielleicht irgendwo ächzt und krächzt. Es wird besser. Wir haben es ja in der Jahreskartenlegung gesehen. Januar, Februar war immer so, ja, Vertrauen, Geduld. Also das kommt, die Tage werden wieder länger, es wird wieder schöner, ja. Und ja, und zwischendurch halten wir unsere Schwingung hoch und machen die Sachen, die uns gut tun. Denken positiv, bedanken uns, sprechen unsere Gebete und alles, was wir tun. Tu das, was dir hilft, in deine Schwingung hoch zu bleiben. Also von mir alles Liebe aus meinem Herzen. Ich umarme dich. Sat Nam.